Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin von Tom Gut ist eine märchenhafte Geschichte, die mit einem Königspaar beginnt, das sich sehnlichst Kinder wünscht. Und dieser Wunsch geht in Erfüllung, als der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin zu ihnen kommen. An dieser Stelle könnte eigentlich alles gut sein, allerdings gibt es ein Hindernis. Und zwar verwandelt sich die Baumstumpfprinzessin in einen Baumstumpf zurück, wenn sie schläft, und muss von ihrem Bruder, dem kleinen Holzroboter, geweckt werden. Eines Tages vergisst der kleine Holzroboter seine Schwester zu wecken und der Baumstumpf, der eigentlich die Prinzessin ist, landet zusammen mit 1000 anderen Baumstümpfen auf einem Boot und der kleine Holzroboter muss seine Schwester wiederfinden. Und so beginnt eine abenteuerliche Reise einmal durch das ganze Königreich. Die Illustrationen von Tom Goth sind sehr liebevoll gestaltet und stecken voller kleiner Details und Geschichten, die entdeckt werden können. Und so ist es ein sehr süßes Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren.